Das Ziel unserer Road to Infinity War liegt in greifbarer Nähe. Avengers 3 Infinity War startet bald in den Kinos. Damit ihr bestens vorbereitet seid, werfen wir jetzt nochmal einen Blick zurück auf die bisherigen Avengers-Filme und auf alles, was ihr vor Avengers 3 unbedingt wissen müsst. Vorsicht, Spoiler versammeln sich hier wie hungrige Superhelden in einem Shawarma-Laden. Wie alles begann. Es ist mittlerweile unglaubliche 10 Jahre her, dass der erste Avenger seinen Weg auf die Leinwand fand. In Iron Man schlüpfte Robert Downey Jr. in die Rolle des Tony Stark, der wiederum in den von ihm gebauten Iron Man Anzug schlüpfte, um Gutes zu tun. Yeah, I can fly. In der ersten Post-Credit-Szene des Marvel-Kino-Universums wurde dann auch direkt die Avengers-Initiative erwähnt. Damit sollte schon 2008 klargemacht werden, wohin die Reise gehen soll. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Einen Film später in The Incredible Hulk bestätigte Tony wieder mal in einer Post-Credit-Szene, dass er ein Team zusammenstellen will. What if I told you we were putting a team together? Who's we? Was dann folgte, kennen wir. Erst trat Donnergott Thor auf. I like it. I know, it's great, right? Another! Dann Steve Rogers als Captain America, bevor dann 2012 die Avengers auftauchten. Hier bildeten dann Iron Man, Captain America, Thor zusammen mit dem Hulk, Hawkeye und Black Widow endlich die Avengers, die gleich mal gegen Thors Bruder Loki und die außerirdische Chitauri-Armee kämpfen mussten. Zum ersten Mal durften wir dann auch einen Blick auf die große Bedrohung werfen, Thanos. Der tauchte, wie es sich für Marvel gehört, in einer Post-Credit-Szene auf und stellte sich uns stumm lächelnd vor. Mit Phase 2 wurde die Welt der einzelnen Avengers weiter ausgebaut und mit Guardians of the Galaxy schickte uns das Marvel-Universum wirklich in die Weiten des Alls. What a bunch of A-holes. Hier durften wir erneut einen Blick auf Thanos werfen und bekamen das erste Mal eine ausführliche Beschreibung davon, was es eigentlich mit diesen Infinity-Steinen auf sich hat, hinter denen der Titan her ist. Infinity Stone. These stones, it seems, can only be brandished by beings of extraordinary strength. In Avengers 2 Age of Ultron wurde das Team der Avengers im Kampf gegen den bösen Androiden Ultron um einige Mitstreiter erweitert. Neu hinzu kamen Scarlet Witch und Vision. It's a privilege to be among them. You're unbearably naive. Phase 3 des MCU bescherte uns mit dem dritten Captain America-Film eigentlich eine verkappte Avengers-Fortsetzung. Im Civil War wurden die Rächer zur Verantwortung für die Zerstörungen bei ihren Rettungsaktionen gezogen. Doch statt die Helden zu vereinen, spaltete das die Gruppe. Unter Iron Man versammelten sich alle die, die bereit waren, sich der Regierung zu beugen. Zu Team Iron Man gehörten Black Widow, Black Panther, War Machine, Vision und Spider-Man. You're the Spider-Ling. Crime-fighting Spider. Your Spider-Boy? Captain America dagegen weigerte sich und stellte sich gegen seinen einstigen Freund. Ihm zur Seite standen Falcon, Scarlet Witch, Ant-Man, Hawkeye und Bucky Barnes, der Winter Soldier. Thor war hierbei außen vor, befand er sich doch in Asgard, das dann später in Thor 3 zerstört wurde. Zuletzt sahen wir ihn im All, wie er von Thanos' Schiff angehalten wurde. Was bedeutet das alles für Avengers 3? Avengers 3 soll knapp 2 Jahre nach den Ereignissen von Civil War spielen. Das heißt, die Gruppe der Superhelden ist immer noch gespalten. Bucky Barnes befindet sich in Wakanda, wo man ihn von dem Winter Soldier Programm befreit hat. Auch Captain America wird in Wakanda kämpfen, an der Seite von Black Widow, War Machine und Falcon. Eine andere Gruppe unter der Führung von Tony Stark kämpft in New York gegen die ankommende Bedrohung. Gemeinsam mit Doctor Strange, Spider-Man und dem Hulk stellt sich Tony hier der Gefahr. Go Team, yeah! Spannend dürfte es aber auch werden, weil zum ersten Mal die Guardians of the Galaxy auf Mitglieder der Avengers treffen. Nach 10 Jahren MCU vereint Avengers 3 endlich wirklich alle Superhelden in einem Film. In time, you will know what it's like to lose. Was ist die Gefahr? Natürlich der mächtige Titan Thanos, der alle 6 Infinity-Steine vereinen möchte, um mit ihrer Macht eine nicht zu stoppende Bedrohung zu werden. Er wird es dann auch sein, der die Avengers im Kampf wieder vereinen wird. Denn eine Gefahr wie Thanos kann nicht von einzelnen Superhelden bekämpft werden. Allerdings wird auch Thanos nicht allein auf die Erde kommen. Er wird von der Black Order begleitet, eiskalte Schergen, die für Thanos in den Kampf ziehen werden. I hope they remember you.
die Infinity-Steine. Sie halten das ganze MCU zusammen und Thanos will sie alle haben, um sie auf seinem goldenen Handschuh, dem Infinity Gauntlet, zu vereinen und so zum mächtigsten Wesen der Galaxie zu werden. Es gibt 6 Steine: Space, Time, Reality, Mind, Power und Soul. Bis auf den Seelenstein haben wir alle diese Steine im MCU schon kennengelernt. Allerdings gibt es in neuerem Promomaterial zu Avengers 3 auch ein Bild, auf dem Thanos ebenfalls den Seelenstein besitzt. Möglich ist durchaus, dass dieses Bild zum Ende von Avengers 3 wahr werden könnte. Allgemeinwissen. Regie bei Avengers 3 und 4 führten die Russo-Brüder Anthony und Joe, die bereits bei Civil War hinter der Kamera standen und somit bewiesen haben, dass sie mehrere Superhelden gekonnt jonglieren können. Avengers 3 Infinity War ist der 19. Film des MCU und bildet gemeinsam mit Avengers 4 den Abschluss der 3 Phasen des MCU. Auch wenn dieses Finale als Zweiteiler gedacht ist, soll jeder Film eine eigenständige Story erzählen. Wie der 4. Teil heißen wird, darf noch nicht verraten werden, da das wohl ein Spoiler für Avengers 3 sein könnte. Teil 4 ist aber bereits abgedreht und soll dann Anfang 2019 in die Kinos kommen. Near. 67 Charaktere des MCU werden in beiden Filmen auftauchen und leider wird es wohl auch dazu kommen, dass wir uns von einigen von ihnen verabschieden müssen. Heiß gehandelt werden dabei unter anderem Vision, weil er einen Infinity-Stein auf der Stirn trägt, und Captain America, weil Chris Evans' Vertrag bald abläuft und Bucky Barnes dann die Rolle des Captain übernehmen könnte. Wer genau das Zeitliche segnen muss, werden wir dann aber bald sehen. Einer der Darsteller soll angeblich ein vollständiges Skript zu sehen bekommen haben, um nichts verraten zu können. In einem Interview in Good Morning America verriet Dr. Strange-Darsteller Benedict Cumberbatch, dass er wohl der einzige der Darsteller gewesen sei, der das Drehbuch komplett lesen durfte. You cannot stop this, Mr. Doctor. Look, I don't even know what this is. It's the end. Wo steckt eigentlich Hawkeye? In sämtlichen Promobildern und Trailern vermissen Fans einen Avenger ganz besonders. Hawkeye. Doch wie wir schon in einem anderen Video erklärt haben, Hawkeye wird nicht fehlen. Auch die Macher des Films bestätigten dies. Was mit Hawkeye los sei, würde klar werden, sobald die Leute den Film gesehen haben. Er wird auftauchen und er wird womöglich einen Wandel durchleben. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Video, das wir für euch noch einmal oben verlinken. And I have a bow and arrow. None of this makes sense. Wie sehr freut ihr euch auf Avengers 3 Infinity War? Schreibt es uns in die Kommentare. Für mehr zu den Avengers schaut euch diese Videos an.